Okay, easy. Ladies and Gentlemen, welcome back. Cozy Talk Episode 12. Heute extrem rare for the culture. Wir haben Kill Dummies hier, bro. Schön, dass du da bist, Roski. Was geht? Schön, dass du da bist. Freut mich. Ja, schön, dass ich hier bin. Ja, safe. Kam ja auch ein bisschen random, Alter. Ja, voll. Ich meine, jemand hat dich gefragt auf der Story, ob du down wärst, würden wir dich dazu holen. Safe, man. Bro, deine ganzen Goons waren in den DMs, bro. Du hast richtig. Shoutout an deine Community, bro, weil die Motherfuckers, also das sind so For viele. Real? Ja, so viele DMs haben mir die Story geschickt und waren so, hol Kill Dummies rein. Das wusste ich gar nicht. Ja, doch, bro. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ja, dann sage ich schon mal danke, gell? Das ist crazy, Alter. Das ist crazy. Ey, wie kommt es überhaupt zum Namen Kill Dummies, Alter? Töte Dumme. Wir haben drüber geredet. Ja, ja. Frag mich nicht, weil das war, als ich 16, 15 war oder so. Und das war echt keine Absicht. Ne? Das war gar keine Absicht. Das war mein Instagram-Name einfach. Und ich war zu faul, einen Künstlernamen auszusuchen. Ah ja. Und dann einfach ich war einfach nur zu faul und bin mit dem Namen gegangen, der mir gegeben wurde. Ja, ah ja. Irgendwann wurde das so, weißt du? Ja, kennst du das, wenn so dein Insta-Name so dein Name wird, so, ja, und Leute dich so ansprechen? Ja, voll. Ich war einfach zu faul, mir irgendwas anderes dabei dann zu denken. Ja. Aber jetzt hast du Augenschließer, was auch ein verrückter Name ist, oder? Das habe ich mir danach gedacht. So, das wäre so der Künstlername, den ich mir am Anfang gegeben hätte. Ja. Aber jetzt habe ich schon diesen Stempel von diesem Kill Dummies, ja. Dass ich das auch nicht so wirklich wegkriege. Ja. Also hat es für dich, bedeutet das irgendwas für dich, Kill Augenschließer Dummies? Augenschließer oder Kill Dummies? Sowohl als auch? Kill Dummies, nee. Nee? Augenschließer, ja. Das ist für mich, das ist ein Synonym vom Sandmann. Sandmännchen. Ist ein altes Synonym von, dass man den Sandmann damals gegeben hat, als es noch eine Horrorfigur war. Ah, oh, was? Als, Hard. Zu Zeiten, wo du noch vom Sandmann eher geredet hast, als der dich zum Schlafen bringt. So ein Scammer, Fucker. Ja, eher so als der hinter deinem Bett steht und dich zum Schlafen bringt. Ja, so du? Wenn so zum Kind so, ja, you better go to sleep, sonst kommt Sandmännchen dich holen. Genau, dann hat man auch noch das Synonym gehabt, Augenschließer. Ah, okay. Ich denke halt an den Killer bei Augenschließer, weißt du? Ja, weil, weißt du, weil du Motherfucker halt. Aber deswegen finde ich es so schön, weil du kannst daran an so viel denken. Ja. Du kannst daran, also Augen kann man sanft und nicht sanft schließen, weißt du? Ja, safe. Auf alle Arten. Hart, Digga. Dann, für die, wo es nicht wissen, es gibt ja auch eine Backstory zwischen Marvin und Sir. Ihr zwei. Die ist lange her. Ey, ja, Mann. Digga. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? 2017? Ne? Safe, Alter. 2016, 17, sowas. Ja, Digga. Das ist safe so, Alter. Ja, also crazy, wir sind beide aus München. Ja. Gleiche Stadt, Alter. Genau. Und das war damals auch der gleiche Freundeskreis. Ja. Also. Safe für so ein Jahr oder so, waren wir alle am Chillen, Alter. Ja, ja, ja. Was habt ihr so gemacht? So? Joints geraucht und so. So. Also nicht, also ich nicht. Ich hab nichts. Ich weiß nicht. Aber wir haben schon ein bisschen Quatsch gemacht, Digga. So safe, ist das, Digga. Alter, safe, Alter. Aber ich kann mich noch erinnern, damals war ich so, ich war der Verrückte, weil ich hatte damals schon Kippen geraucht gehabt. Aha, und die waren so, ihr seid vor allem christlich gewesen, weißt du, christliche Black Community, ja, so, ja. Wo das dann so war, Bruder, du brauchst Jesus, du musst Jesus suchen. Ey. Ja, Mann. Boah, aber es war crazy. Aber damals war echt noch alles anders, Alter. Mm, total. Wir haben voll die Wege gefunden seitdem, muss ich echt sagen. Ja. Also ganz verschiedene Wege gegangen. Mm. Aber this motherfucker did his way, though, Alter. Das ist crazy, Alter. Schön zu sehen, wie die Sachen sich entfalten irgendwie, ne? Voll, Mann. Crazy, dass ihr jetzt wieder hier sitzt. Ja, Mann. What a reunion, man. Auch eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, gell? Wann habe ich dich das letzte Mal? Obwohl, ich habe dich vielleicht mit Fredo irgendwann mal gesehen oder so. Bro, kann sein. Oder irgendwie sowas in München oder so, wenn irgendwelche so kleinen Events oder sowas sind, dann sieht man. Ah ja, so du bist mal aufgetreten da, Ostbahnhof oder so, ne? Ach, bei Ace of Ants? Diese Vorecke? Kann sein, Bruder. Kann wenn sein. Du da auch warst, dann ja. Kann sein. Stimmt, die haben ja die ganzen Influencer in München eingeladen, so. Ja. Da rumzuhocken und Videos zu machen und so. Und ja, Mann. Und dann, ja doch, da bin ich aufgetreten. Safe, Mann. Genau. Das ist ja auch jetzt ein Jahr her, Alter. Ja, so krank. Ich bin ja schon seit einem Jahr eineinhalb hier. Oder, du wohnst seit einem Jahr hier? Ja, Mann. Genau. Das ist geil? Ja, das ist ganz geil. Geil, Alter. Warum bist du nicht hier? Warum bist du nicht hier? Ja, das würde mich auch interessieren. Berlin und München. Ich meine, du passt eigentlich mehr nach Berlin als nach München. Also schon, Type Shit. Vor allem so als Musiker habe ich das Gefühl. Michael ist ja auch aus München-Gegend. Ne? Und, oh no. Ja, und der ist ja auch aufgeblüht hier in Berlin. Kenne ich auch schon ewig. Kennt ihr schon lange, oder? Wahrscheinlich. Ja. Der war schon mal bei mir zu Hause auch zu München, Alter. Ah ja. In meinem Kinderzimmer Musik gemacht zusammen. Echt jetzt? Mhm. Ja. Hä, crazy, cool. Alter. Michael? Kennst du nicht Michael? Michael. Winter Love? Kennst du nicht? Nee, oh mein Gott.
Ah, ja, keine Person. Ey, Shoutout an Michael, Shoutout an Robin. Ja, for real, Shoutout. Aber ja, wieso bist du, wieso nicht Berlin? Warum bleibst du in München? Oder? Also, ich bin ein Mann des Herzens. Ich ziehe dahin, wo Frau ist. Und gerade ist Frau nicht hier. Ah. Eine Zeit lang war Frau hier, dann wollte ich herziehen. Dann bin ich wieder zur alten Frau zurück. Ah ja. Und will ja nicht mehr hierher ziehen. Okay. Also, ja. Aber mir ist es für Work oder sowas, wäre es mir egal, wo ich wohne. Ja. Okay. Also, da brauche ich jetzt nicht irgendwie, dass ich in Berlin wohne. Ja, verstehe. München. Da ist München sogar besser für mich, weil ich da einen Ort habe, wo ich mich immer zurückziehen kann. Lieber bin ich viel unterwegs und bin mal so ein, zwei Monate am Stück hier. Ja. Als dass ich dann auch wirklich hier wohne und dann so ein routineloses Leben sehr schnell kriege. Ja, weißt du, man verstehe. Muss eine Routine haben, wenn man hier ist. Ja, ja. Wenn man nicht irgendwie schon mit einer Routine hierher kommt und einen Job hat, wo man genau weiß, was man die ganze Zeit macht. Mhm. Ich mache Musik, Digga. So, da, sehr chaotischer Job auf jeden Fall. Wie chaotisch auch die ganzen Musiker hier sind, ja, Alter. Ja, safe, safe. Es ist dann so gesunder für meine Seele in München zu sein, versteh ich, wo nichts passiert ja. und ich mich um nichts Sorgen machen muss. Ich kann die ganze Zeit chillen und dann wieder halt unterwegs sein. Macht Sinn. Du warst ja jetzt dann aber auch hier praktisch für Work, ne? Du hast gestern eine Show, ihr hattet gestern eine Show, oder? Nee, da nichts gespielt. Du hast einfach so als Support. Ich hab gechillt, Alter. Ach so. Ja. Ich habe einfach meine Eier gechillt. Ah ja. Aber ich mache noch Schauspiel. Ah ja. Ich hatte einen Nachsynchronisationstermin. Ja, okay. Und musste mich selbst synchronisieren von einer alten Serie, wo ich mitgespielt hatte. Hä, wie heißt die Serie? Das sage ich nicht. Aber bist du Schauspieler? Ja, ich bin auch Schauspieler. Hä, das passt voll zu dir irgendwie. Hä, voll geil. Ich mache seit 5, 6 Jahren schon Schauspiel. Also das ist noch so ein anderes neben meinem Kommen, das ganz gut funktioniert. Das kann ich jedem empfehlen, der so 15 Jahre alt ist. 16 Jahre alt ist, versucht da so mit Schauspiel anzufangen. Am besten seht ihr noch Multikulti aus, so, weil Diversity is their thing right now. So. Und einfach eine Agentin suchen, das geht nicht so schwer, wie man sich denkt. Man schreibt einfach ein paar Agenturen online an. Ja. Dann irgendeine wird antworten, du gehst dahin. Und wow, hier in Berlin ist das richtig einfach. Hier gibt es die Jobs, Alter. Ja, ja, Uni-Gebe. Ah, wie heißt diese Agentur Filmgesichter? Genau, da bin ich auch angemeldet. Die nehmen vor allem, da kann jeder sich anmelden. Ne? Gamern, die da draußen, jeder kann sich bei Filmgesichter anmelden und dann kriegst du einfach Anfragen für, es sind hauptsächlich so Komparsenjobs und Nebenrollen. Aber das würde ich nicht empfehlen. Ne? Also, mein Homie hat ich habe hab das auch einmal gemacht und ein Freund von mir auch, der war bei Hunger Games, so ein Motherfucker, so im Hintergrund. Du warst sowas? Nee, ich nicht, aber das ist so fein. Aber Komparserie-Sachen, wenn du einmal Komparserie machst, dann bist du immer Komparserie. Weißt Verstehe, du? Okay. So, dann bist du immer so jemand, der so im Hintergrund gerne den Baum spielen kann. Ja, ja. Das ist nicht so, das ist so ein Huni am Tag, ja, cool, ja. Aber du könntest halt auch diesen Tau hier am Tag haben. Ja, okay. Du hast eigentlich nur einen Satz mehr gesagt. Ja. So, also das ist schon nochmal was anderes. Ja. Vor allem diese Hierarchie. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Modeln oder sowas genauso, das weiß ich nicht, aber bei Schauspiel, Digga, da ist halt Regie, Schauspieler, also die großen Schauspieler, dann nochmal so Schauspieler, Komparserie, Bro. Ja, ganz unten, ne? So. Beim Catering so. Ja, genau, beim Catering. Ich habe mein Essen aufgegessen und die kratzen so den Essensrest von meinem Essen und geben das denen dann so, hier, kriegt auch was. Das ist schon crazy. Ja. Hä, hey, krass, okay. Hätte ich gar nicht gedacht. Schauspieler passt aber irgendwie. Aber Musik dann ist dein so großes Sidequest, Digga. Nee, Schauspiel ist Sidequest. Sidequest? Also Schauspiel ist Sidequest. Okay. Fette Sidequest. Fette Sidequest. Ich würde sagen, dass du 6 Jahre schon so studierst. Krass, Digga. Aber machst du es dann mehr in München oder in Berlin? Jobs habe ich meistens in Berlin. Ja, okay, macht Sinn. Ah ja. Ist auch ganz gut zu connecten. Dann bin ich hier so ein paar Wochen zum Drehen, kann währenddessen noch Mucke machen nach dem Drehen oder ja, so. Ja, ja, safe, safe. Ist ganz gut so. Ach ja, crazy. Wir hatten es gerade auch, Stichwort Christian Black Community. Eine Frage zu dir ist, was ist so deine Ansicht, wo stehst du so spiritual? Weil ich habe schon das Gefühl bei dir, du hast eine spirituelle Ausstrahlung, auch deine Kunst ist esoterisch auf eine Art und Weise. Bist du spirituell, Bro? Nochmal? Bist du spirituell? Ja, safe. Ja? Ja, safe. Boah, spirituell auf jeden Fall. Aber in keine bestimmte Richtung oder so. Mhm. Also ich habe mich mit vielem spirituellen Zeug schon immer befasst. Mhm, mh. Ich habe mich früher mit noch was ganz anderem Zeug befasst. Alter, sag mal, wie du dich früher genannt hast. Oh, <Alter. lacht> Ey,
ich hatte damals auf Instagram so SA10 stehen. SA10. Und dann, wenn du es so auf Englisch aussprichst, so. Satan. Ja, und dann war das immer so ein hard Ding eigentlich. So. Ja, oder so mega edgy, Bro. Satan. Bro, wenn ich an so alte 15 Jahre alt Sachen denke von mir, bin ich manchmal so, Bruder. Switchblades, Cocaine. Hölle, nein. So. Aber, ja. Also Satanismus auch ein bisschen informiert. Ich war früher in The Satanic Temple, Satanic Church auch. Krank. Eine Zeit lang für theologischen Satanismus hat mich interessiert gehabt. Ist auch eine interessante Sache. Ich bin also ich war da voll active dabei, für so ein paar Monate immer am Stück. Dann war ich noch so bei 2, 3 anderen Sekten. Ja. Ich war bei Tempel Salomon. Okay. Das ist so was Portugiesisches. Das war eigentlich das Krankeste von allem. Aber da war ich auch nur so ein paar Mal testweise vorbeischauen. Meine Kumpel von mir war aus der Schulzeit. Tag der offenen Tür so. Ja, Bro, Freitag für Monat. Freitag Dämonenaustreibung und dann bin ich hingegangen. Das war bei uns in München im Sheraton Hotel am Heimarenplatz. Kennst du das da? Ich kenne das. Dieses beim Keller? Gebäude, dieses große mit diesem großen. Ja, genau, ich kenne das. Nicht im Keller, 5. Stock oder so. Okay. Haben die so 5. und 6. Stockwerk gehabt. Und das ist wirklich wie so. Also, vor allem keiner dort konnte wirklich Deutsch. Die sind alle Portugiesen und Brasilianer dort gewesen, aber die haben direkt gecheckt, ich bin keiner. Ja. Also waren die so, switch up, wir müssen den einen bei uns kriegen. Ja. Ich erinnere mich noch, ich habe irgendwas gekriegt und so eine Frau hinter mir hat für mich alles übersetzt. Mhm. Und der Priester oder so da vorne hat versucht, auch alles so halb auf Englisch so Deutsch zu halten. Okay. Und dann war der so, Jesus ist der... Dein Erlöser, dein Retter und die ganze Zeit geht es eigentlich nur um Jesus. Es ging auch wenig um Gott, sondern um Jesus. Ja. Und dann irgendwann haben sich alle im Kreis vorne getroffen gehabt und dann gab es schon mal so eine Dämonenaustreibung, Alter. Und der hatte wirklich nicht mal so Weihwasser oder so, sondern einfach so Wasser aus der Leitung genommen und auf die Leute geworfen. Was? Und so, befreie dich von deinen Suizidgedanken. Befreie dich von deinem Tod. Befreie dich von deiner Trauer. Und die Frau neben mir, war so wirklich eine crazy ass experience. So, die Frau neben mir ist voll ausgetickt. Ah. Die war schon voll in diesem Film, so ich glaube ich, so von. Ich hat die dann so angefangen Dämon zu zittern und so? Ja, sie hat angefangen zu zittern, auf den Boden sich gelegt, auf allen vielen gekraut und so und hat sich an Bein gepackt. Oh, Bro, das hört sich für mich gerade ein bisschen an wie diese African Churches, weil genau das habe ich auch schon alles erlebt, weißt du? Da hielt er sich eine Frau in die Menge rein und solche Sachen. Digga, das passiert. Bro, aber ich sehe dann nur so ihre Tochter neben ihr und ihre Tochter hat so gar keinen Bock, wahrscheinlich macht die das jeden Freitag mit. Die Tochter steht da so. Ach, nee. Oh, nee, Mann. Jetzt schon wieder. Mein Homie, der mich mitgenommen hat, und zum Glück liege ich seinen Namen nicht, weil seine Mom ist safe sauer oder so, wenn ich das erzähle, aber der hat sich den Arsch abgelacht. Mm. Ich denke mir so, Bro, du bist hier jeden Freitag, nimmst mich ja nur mit, lachst jedes Mal die Leute hier aus und gehst dann nach Hause. Das ist crazy. Und so ruhig zu bleiben und so, aber auch für mich war es wirklich hart, ruhig stehen zu bleiben. Aber ich glaube, durch die Zeiten damals mit so, ich wollte irgendwie eine Religion finden, die zu mir passt, kam das dann dazu, dass ich so Spiritualitäten gefunden habe. Ja. Und mich mehr darauf konzentriert habe, wie ich mit mir selbst im Reinen bin und mit Bezugsperson Gott. Ja, ist eine Journey, ne? Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, aber hab gehört, dass so Satanismus, also die Cult of Satanismus sind nicht die Satanisten, die glauben nicht an niemanden, die sind Atheisten. Mhm. Also ja, wenn du theologischen Satanismus auf jeden Fall. Ja, und so, das ist so, die sind einfach direkt gegen die Religion, aber nichts, so weißt du, die sind auch gegen so Devil. Da gibt's verschiedene Stufen, habe ich das Gefühl. Aber so die official Code of Satanismus, es ist so kannst du in Wikipedia gut reden, die glauben an niemanden. Sie sind einfach Atheisten. Ja, LaVey, Alter. Ja. So, ja. Seine Lehre ist. Oh, diese Motherfuckers sind crazy. Auch Aleister Crowley und sowas, ne? Die ganzen Motherfuckers. Sind alle crazy, Alter. Also, aber es sind schon interessante Sachen. Ich finde, bei Spiritualität geht es darum, alles offen zu betrachten, aber vielleicht nicht unbedingt alles anzunehmen. Aber was bei Satanismus zum Beispiel ist, viele, das hat ja so ein Bild bekommen, ja, die sind böse, die wollen Schlechtes, aber wenn du dich da mal wirklich informierst, woran die glauben, das sind jetzt nicht evil motherfuckers, die sind eher so, lieb nur den, wo es verdient hat zum Beispiel, das ist eine Lehre. Ah, okay, schau mal, es gibt auch sowas wie die 10 Gebote und da gab es so eine der Regeln, wo ich echt lange nachgedacht habe, was habt ihr euch bei dem Scheiß eigentlich gedacht? Weil alles andere klang eher so nach den 10 Geboten in umformuliert, und zwar sei lieb zu deinem Nächsten und nicht. Ja. Bei denen aber eher noch so ein,
ja, wenn du lügen musst, tu's halt. Aber dann war da halt noch so ein Gebot, so, wenn jemand dich bei dir zu Hause disrespectet, dann zerstöre ihn. Ja. So, und ich war so, Bro, hä? What are you trying to tell me with that? Ja, so, ja. So, dann zerstöre ihn so, dann vernichte ihn. Das ist crazy. Und so, also wenn jemand wirklich so respektlos ist, seine Schuhe nicht auszieht oder so, du musst ihn vernichten. Ja. Und da dachte ich mir auch so, Bro, also mit welcher... Nee, Mann. Ja. Auf jeden Fall, da sind so ein paar Sachen, womit ich nicht einstimmen konnte. Ja. Und selbst die ganzen anderen positiven Dinge dachte ich mir, ja, da muss ich doch jetzt nicht irgendeinem Kult angehören, ja, um was Positives zu denken, oder? Ich kann ja auch einfach diese Lehre mitnehmen und für mich selber nehmen. Genau, ja. So be a good one. Ja, Kult. Ich glaube, Spiritualität ist auch, also du musst bei dir bleiben, also nicht mit jemandem teilen. Also das, also Spiritualismus oder Religion ist auf jeden Fall dein persönliches, du musst niemanden spreaden. Oder? Also, ja, das ist meine Meinung, weißt du? Ich ahne. Ich auch bei Religion, ja. Das meine ich bei allem eigentlich. Ja, ja. Du musst einfach, es ist deine Entscheidung, weißt du? Deshalb so, ich habe kein Problem mit den Leuten, die einfach so Religion, so, weil, guck mal, ich bin nicht auch selbst so ganz religiös, ich bin so Agnostik. Also, auf jeden Fall auch so ein bisschen spirituell, aber so nicht ganz so, weißt du? Und ich bin immer noch respektiere so die Muslime, die so, also ruhig seine Religion, wie kann man sagen, praktizieren. Ja. Und niemand so, weißt du, zu stören und sagt, ja, Bruder, du musst Muslime sein. Du musst, ja. Aber das Ding ist, ich bin so mit muslimen Familien aufgewachsen und so, bei uns war nicht so anstrengend. Und wenn ich hier nach Berlin angezogen und ich war so bei, ich will nicht sagen, das ist ein Muslime-Kult, aber es war nicht Muslime-Kult, aber die haben Muslim-Kult. Er macht einen Abendchor-Cover, so Muslim-Kult, Digga. Aber da habe ich so, da habe ich von Religion also echt so kalt geworden. Ich sage, Bruder. Das Ding ist oft auch, und davon füttert, hat sich Religion und auch Sekten so halt gefüttert, die gehen halt nach Menschen, die sich verloren fühlen oder Menschen, die Angst haben, weil, also nach schwachen Menschen leider. Damals waren alle Menschen schwach, keiner hatte die Möglichkeiten, sich zu bilden. Genau. Es ist unglaublich wichtig, dass wir so etwas haben. Ja. Heute haben viele Menschen viel mehr Möglichkeiten und können sich verschiedene Wege suchen. Ich glaube, kein Weg ist der richtige, sondern jeder kann zum richtigen Ziel führen. So. Aber so zurück zu diesen in Berlin und Moslems. Oder mein Vorname ist Malik, ja? Wenn ich hier in ein Uber einsteige. Oh, Malik! Moslem! Arabisch? Oder wir sagen jedes Mal. Und Al-Arabi? Dann so End Al-Arabi, sagt Bruder. Es gibt aber verschiedene Stufen einfach auch so. Es gibt so den einen, der sagt mir nur so: Ja, hallo, was geht? Bist du Moslem? Nein? Okay. Kafir. Ja. Cool. Die sagen, du den nächsten. Bist du Moslem? Nein. Willst du Moslem sein? Nein. Okay, dann gibst du den nächsten. Bist du Moslem? Nein. Warum bist du kein Moslem? Ja, ja. Hä? Was ist los? Dein Vater ist Moslem? Ja. Bist du aufgewachsen? Nein. Warum nicht? Bruder, es ist immer mit Uber-Drivers, Digga. Ich bin über Uber. Das sind die erste Fragen. Musa. Araber? Nein. Was bist du? Perser. Weil Perser sind so nicht die... Wer ist das? Sunni gibt es so zwei verschiedene. Schiiten meinst du? Schii. Ja. Aber ich bin nicht so, ich bin nicht mit Schii aufgewachsen mehr. Ich war mehr Sunni. Und da habe ich so, Schii, ne? Dann sag ich so, also normalerweise muss ich, ja, aber so damals war ich Sunni. Wie meinst du damals? Du bist Kafir? Kafir? Muslim, so wie der Muslim sein. Und sagt so, Escher, du? Und sagt, Bruder, nein. Krass. Du machst diese, so, weißt du, diese Convertation einfach in Uber, Bruder. Es ist so crazy. For real, Alter. Ja, also gibt es da so Untergruppen. Echt im Uber, es ist nicht Untergruppen, es ist einfach so, weißt du, Muslim, einfach. Normalerweise, wenn du so in Saudi-Arabistan oder so irgendwo so in arabisches Land gehst, die machen das nicht, sowas. Es ist so in Berlin oder in Deutschland oder so irgendwo in Europa. Die versuchen so, weißt du, die Leute, die so normalerweise Muslime sein müssen, einfach konvertieren wieder. Weil die sehen Europa und Europa ist was anderes als East. Sie wollen ihre Leute bei sich behalten. So. Ja, jedes. Wie die Deutschen sich deutsch behalten wollen. Ja. Und jetzt gibt es so diese Wannabe-Muslims hier, die so, weißt du, Bruder, lass so diese Wochenende Club gehen und einfach, weißt du, doof saufen sein, aber so, ey, Haribo ohne Gelatin. Ja. Bitte. Meinst du, Teilzeit? Ja, ja, ohne Teilzeit. Gelatin, bitte. Und kein Schweinisch. Auf keinen Fall. Solche Leute. Ich glaube, sowas trifft auf alle Religionen zu. Gibt es auch genug Christen. Digga, Kreuzberg? Alles. Ja. Alles. Kotti ist voll mit solchen Leuten. Das ist so unnormal. Die sagen aber, so, weil ich habe so in Rewe gesehen, Leute kaufen so
Bruder, so Wodka mit Red Bull, aber dann die gucken an Haribos und sagen, Bruder, wo ist der Veganer, Digga? Es ist funny as fuck, Bruder, es ist Berlin. Aber wie bist du dann, okay, und dann bist du da rausgekommen und zu welchem Schluss? Ja, bist du dann gekommen? Spiritualitäten, weißt du? Mhm. Boah. Also, meine erste Schlussfolgerung damals, da war ich auch so 17 oder so, war so, okay, ich bin einfach mein eigenes kleines Göttchen für mich. Mhm. Kleines süßes Göttchen. So, ja, von diesem Gedanken auch irgendwie weggekommen und ich habe mich einfach ein bisschen naturverbundener gefühlt und habe mir einfach gedacht, solange ich mit mir selbst im Reinen bin, ist alles cool. Ja. Also ich versuche immer alles so simpel wie möglich zu sehen. Und ist auch wichtig. Da sehe ich es einfach so, yo, alles cool. Mhm. Also ich glaube auf jeden Fall an eine höhere Macht. Ja. Was es ist, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ja. Und ich glaube daran, dass wir Menschen immer versuchen uns, also ich glaube, dass wir Menschen uns alle versuchen, immer so alles einen Namen zu geben. Oder zu erklären, ja. Was wir vielleicht gar nicht erklären müssen. Ja. Heißt, ich kann da eigentlich ganz cool bleiben und bin mir einfach sicher damit, so, es passt schon alles. So. Ja, ja, ja. Wer lit? Also ich bin an dem Punkt eigentlich, ja. Mm, okay, okay. Ja, finde ich gut. Wo bist du eigentlich auf dem Spektrum? Weil der Motherfucker damals, als ich einen Totenkopf rausgepackt habe, der Motherfucker ist fast oder geflüchtet. Ich hab fast einen Anfall bekommen. Ja. Vor allem das Ding ist, dass du einen Totenkopf nicht so wie in der Schule siehst. Da war irgendwie... Da war so Textur. Warte, wo war der? Ich hatte einen Totenkopf rausgeholt. Ich glaube, Episode 4 oder 5 habe ich so einen Totenkopf mitgebracht. Also ja. Keinen echten, obviously. Aber, so aber der Motherfucker war so. Oder pack den aus, Digga. Meine Augen sind fast auf meinem Kopf. Weil das Ding ist. Der so Voodoo-Shit und so. Bruder, da war irgendwie so ätzend. Der hatte irgendwie so. Da sah irgendwie so ein bisschen so vergammelt aus oder so, weißt du? So. Ja. Hart, hey, Digga. Hart. Aber zurück zu deiner Frage. Auf dem Spektrum. Ich bin ja Christian aufgewachsen, bin immer noch Christian. Ja. Aber ich bin nicht einer von den Christians, der quasi noch so traditional ist und die Leute judge, wenn die jetzt nicht Christian sind oder wenn die Muslim sind oder nicht Spiritual sind. Weißt du, weil ich bin halt auch der Meinung, at the end of the day, believe what you want to believe. Weißt du? Voll. Und voll. Du bist halt in das reingeboren, wo du reingeboren bist. Weißt du, wäre ich auch in einer anderen Familie reingeboren, wäre ich vielleicht jetzt auch Muslim oder so. Weißt ich war auch tatsächlich zuerst christlich. Also ich war evangelisch am Anfang. Ich auch, ja. Ganz am Anfang und das aus so eigenen Stücken, also so wirklich selber wollend. Ich war damals in der Schule und ich fand Geschichtsunterricht so spannend. Mhm. Aber damals hat man halt eher Religionsunterricht gehabt als Geschichte. Ja. Heißt, ich habe die ganze Zeit nur von Jesus gehört. So, damn, Bro, der Motherfucker ist stupid. Ja, ja, der Motherfucker war crazy. Ich will da auch so ein Teil davon sein. Und meine Eltern sind beide nicht in der Kirche. Ja. Also ich habe zum Beispiel nicht so wie bei dir dieses Reingeboren davon, so, sondern bei mir war es am Anfang so echt so ein, yo, ich will mich taufen lassen und so. Ich habe meine Eltern gefragt, dann durfte ich mich taufen lassen und zwei Jahre später wollte ich mich dann nicht mehr taufen lassen. Ich habe eine Formation noch gemacht und war dann wieder aus der Kirche draußen. Ach krass. Aber ich habe auch damit meine Experience gemacht. Ja. Bei mir, mein Onkel ist evangelischer Pfarrer gewesen. Ich bin voll reingeboren, wurde auch getauft im jungen Alter. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass man einfach die Religion behalten soll, die deine Eltern schon hatten, irgendwie. Also praktisch so zu Hause bleiben, was religionmäßig angeht. Was ich einen interessanten Take fand, weil wahrscheinlich deine Familie oder dein Familienstamm wahrscheinlich schon über mehrere Generationen in dieser Religion ist, diese Bräuche hat, diese Tradition, dass es dann schon fast unrealistisch ist, das auf einmal zu brechen und, weißt du, das Haus zu verlassen und eine andere Religion beizutreten. Was ich interessant fand, so einen interessanten Take. Ja. Verstehe ich voll. Also finde ich auch einen interessanten Take, weil letztendlich sind es ja auch nur andere Herangehensweisen, die am Ende zum Gleichen führen. Genau, ja. Voll, voll. Interesting. Hat irgendwie alles dieselbe Quelle auf eine Art und Weise, ne? Voll. Es wurde halt aufgeteilt und anders gelabelt. Aber interessantes Thema und merkt es ja auch in deiner Musik und in deinen Cover Arts und so, hat alles einen spirituellen Vibe. Was? Die Cover Arts. Cover Arts, so Spiritual Animal, Digga. So, weißt du, diese Katze mit den Schatzdingen. Katzenhai oder. What a shame und so ein. So ein ich hab diese Memes mit diesem Kopf und schon damals als Kind ich war, gesehen und dann. Ah, du kennst es doch? Ja, ja. Und ja, dann, nein, das schon damals schon, glaub ich, gesehen und dann ein Typ, ich glaube, das ist Sick Boy Noel, der hat das gepostet so, und ich sag, Bruder. Wer ist das? So, Shoutout Noel, Alter. Ah, du kennst ihn, ja? Ah, Sickboy Noel. Sickboy Noel. Ey, Shoutout an Noel. Der Typ ist Berlin-Burger, Digga. Das ist crazy. Hast du sein Video gesehen, wo er in U-Bahn war und einfach so, weißt du, Fake-Control-Shit gemacht hat? Wo
Boah. Da war so, da hat so diese Kontroll, der hat so diese Kontrollweste getragen. Ah, und doch, am 6 Uhr, am 6 Uhr einfach Leute gemacht. Und da war einfach eine Frau aus der UK und sagt, Darling, what do you want from me, darling? Aber du wolltest auch wissen, ob er ein paar seiner Covers downbreaken soll. Irgendwann ja, so down, aber es ist also nichts zu downbreaken. Schau, du hast einfach so irgendwo gefunden, oder? Also zum Downbreaken zu diesem What a Shame Cover. Ja, ja. Bruder. Alle die drei. Mein Ding bei dem war, das war dann ein Haufen Songs, bei denen ich auf mich selber sauer bin, dass ich immer noch nicht mixen und mastern kann. Und deswegen war das auch so vom Titel her What a Shame. Weil eigentlich, wenn die mix und gemastert werden, dann wären das noch viel größere Hits, Digga. Und dann dachte ich mir dazu, ich nehme am besten auch gleich noch so ein Cover, das echt nicht geil ist. Und ich fand's, weil es sieht vielleicht für Menschen auf Dauer dann irgendwann doch geil aus, weil man damit was Bestimmtes assoziiert. Aber Bro, ich habe einfach nur einen scheiß Katzenhai genommen, Katzenpferd genommen und What a Shame drauf geschrieben. Das ist so geil. Also, das war's auch schon. Ich habe auch What a Shame 1, 2 und dann 4 rausgebracht. Also 4? 3 kamen nie raus. 3 kommt auch nicht raus. Vielleicht irgendwann, wenn ich mich lustig fühle oder so, aber ich glaube eher nicht. Mein Homie hat gesagt, wenn du noch ein What a Shame Album machst, du musst dieses Cover nutzen, warte. Ich habe so tot gelacht. Es war so Yoshi, glaube ich. Wir haben schon so viele Leute per Meme so geschrieben, so, also irgendwelche Meme-Pages schicken mir so What a Shame 75 oder so. Ah ja. Schicken mir so irgendwelche. Der hat gesagt, du musst dieses Albumcover machen. Boah. Ey, das wäre halt hart. Soll ich schicken? Da ist keine Katze drauf, Bro. Das ist Katze drauf, aber Digga, so Loki so tough, ne? Also er soll mir das eine ist von Katze, Yoshi, Digga. Er soll einfach so eine Katze rein editieren oder so reinkritzeln oder so und dann kann ich das benutzen, Digga. Ja. Shout out Yoshi, Digga. Crazy, aber so entwickelt sich halt auch eine Language, eine visuelle irgendwie, ne? Weil bei dir ist schon ein roter Faden auf jeden Fall. Meistens. Mhm. Immer mehr aber auch. Mhm. So anfangs wenig mit Konzept gearbeitet und dann immer mehr und immer mehr. Mhm. Anfangs einfach nur Songs gemacht und dann glücklich gewesen, dass sie existieren. Ja. Rausgehauen. Irgendwann hast du so viele Songs, dass du nicht mehr weißt, wohin damit. Ja. Und ich habe früher auch eine... Recordest du so viel? Hast du so viel? Ich hatte früher eine crazy ass work ethic, wo es wirklich so 5 bis 10 Songs am Tag waren. Krass. Und dann, das ist crazy. Ich habe halt zu Hause recorded. Freestyles? Du freestyles, ne? Ich schreibe auch. Ja. Und Freestyle. Also geschrieben ist vielleicht 20% oder 30%. Okay. Der Rest ist Punch in Recording. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Doch, das ist geil. Also ich mache das jetzt auch. Rein, raus. Safe, ja. Mann. Ich habe eigentlich angefangen mit Punch in Recording Anfang an. Ich habe mich erst letztes Jahr so dran angesetzt, so mal nicht nur punchen zu können, weil ich mir dachte, es ist immer gut, wenn du alles kannst. So. Ist nochmal was anderes, andere Energy auch so beim Aufnehmen. Ja, total. So. Bisschen was ändern auch einfach. Ja, ist halt natürlicher, weißt du? Hat aber auch was Schönes, wenn es natürlicher klingt. Wenn du nicht immer dieses so relativ Unnatürliche bei jedem Satz eine neue Energie hast. Und aber durch das ganze Punch-In-Recording, wenn du da einmal im Flow drin bist, für mich war es immer so ein, ich habe einen guten Homie so, der macht auch bald Mucke. Mi heißt der. Könnt ihr dann abchecken, ich werde das bald posten. Der hat eine andere Herangehensweise als ich. Nämlich er denkt sehr viel, wenn er Mucke macht. Er denkt die ganze Zeit sehr, sehr verkopft und dann kommt am Ende zu einem krassen Resultat. Bei mir ist es aber eher so, ich versuche so wenig wie möglich zu denken, damit es einfach im Fluss bleibt. Ja, ja. Ich versuche mich einfach gehen zu lassen und danach höre ich meinen Song und check erst, was ich eigentlich gesagt habe. Stehe, ja. Also ich sag und sag und sag und sag und wenn ich Punch-In recorde und die ganze Zeit bam, bam, bam durchklicke, okay, nächster Song, bam, bam, bam durchklicke, dann hast du auch viele Songs, die du machen kannst. Ja, ja, voll, voll. Und ich habe damals mir selber immer so Challenges gesetzt von so, okay, ich mache dieses Jahr jetzt noch 1200 Songs. Krank. Ich mache hier jetzt noch so viele Songs, ich mache so viele Songs. Das hat bei mir erst letztes Jahr aufgehört, weil dann so viele organisatorische Sachen dazu kamen, dass ich da irgendwie den Kopf nicht mehr gefunden habe. Wenn man dann so, auf einmal ist es so, ja okay, vielleicht müssen wir aber doch noch ein geiles Video dazu shooten, okay? Wir müssen aber alles eigentlich noch gucken, dass wir geile Features hier und da finden. Ja okay, wir könnten noch jetzt da einen Auftritt zusammen planen und so. Und irgendwann habe ich dann einfach so weniger Kopf gehabt, die ganze Zeit aufzunehmen. Dazu auch noch mein Laptop kaputt gewesen. Heißt, ich habe aufgenommen mit, der hatte zwar schon einen 1-Chip, aber meine Tastatur ging nicht, okay. Mein Touchpad ging nicht. Wenn du den absteckst,
geht aus. Goddamn, okay. Also das war so ein, okay, kein Wackelkontakt bitte, damit es nicht so absteckt. Ja, Tastatur, auf der Tastatur drauf liegen, diese Bluetooth-Tastatur war. Und so eine USB-Maus so an der Seite noch dran. Ja, du sitzt da dann so, ich recorde im Bett immer. Ja. Du sitzt da so an meinem Bett und so, so am Mikrofon dran und so. Steve Hawking. Ja. Dirty, Alter. Das war schlecht, hey. Die Reference, die gerade. Also nach alle Dinge, die passiert hat nach mit dir. Nach den Sachen, die passiert sind. Oh, Bro. Hell nein. I don't care no more. Digga, was war da? Also die Amerikaner sind ja richtig vorstellen. Stupid. Die haben ja auch noch gesagt, der hat sich anscheinend auf so, Midgets Mathe-Lösung machen. Sehr schwierige Mathe-Lösung. Und es war Competition, weißt du, so, so wer erste Mathe holt, was? Das Midgets so an der Tafel stehen und der soll anscheinend sich darauf einen geholt haben, Alter, wenn da irgendwelche Midgets stehen und sich so schwere Mathe-Lösungen Competition-mäßig so an der Tafel lösen. An der Tafel lösen müssen. Little person. Sorry. Ja, aber diese Information, das ist so US-Twitter-Talk, weißt du? So. Ja, ja, Bruder. Darauf ja, sollte ja, man nicht zu viel halten, aber er war ja. auf der Insel. Ja. Ach, dieser Epstein. Ja, die sagen, dass er auf der Epstein-Insel war. Also ich meine, der es ist ja auch bewiesen, dass er damals auf jeden Fall auch seine Frau betrogen hat. Das wollte ich gerade sagen, zweimal. Also dass der hat seine Frau zweimal betrogen und ich glaube, der saß da auch schon so im Rollstuhl, Bro. Aber okay. Bruder, wie ist passiert? Wie kommt das? Oh, vielleicht ist er auch manchmal einfach aufgestanden. Man weiß nicht. Imagine. Ey. Ja, nee, Mann. Wie kam es zum Namen Germanistan eigentlich? Boah, das werde ich so oft gefragt, Alter. Das werde ich so oft gefragt, aber auch berechtigt, aha, weißt du? Aha. Aber, also anfangs war ja nur ich in Germanistan. Ja. Das war einfach ich in Germanistan. Ich glaube, so ein, zwei Jahre lang oder so. Also war es bei mir mit Bad Ideas Only. Ja? Ja, safe. Aber ist geil, oder? Ja, vor allem, da kannst du immer für dich sprechen und sagst aber, das in so einem Gruppen... Ja, ja, genau. Das war anfangs auch mein Gedanke dabei, dass ich so... Ich kann so von der Gruppe reden und wenn man dich fragt, dann klingt es danach so, oh, wow, du hast Leute hinter dir, da ist noch jemand so... Das ist geil. So war es bei mir auch, Bro. Was machst du hier eigentlich? Also ich. Ja, ich fühl, Digga, ich fühl. So, ja, wir haben X, das bin nur ich. Aber ey, so muss man denken, weil dann kommen die Leute dazu. Also, oh, wir sind jetzt 40 Menschen. Also, wir sind ja, Bruder. 40 ich kenne nur so 7 Leute von Germanistan. So Hauro, Winter, Psychboy. Ja, ja, safe, man. Schau dir CDG Plug. Auch, Bro. Ja. Baby Bando, Bruder. Ich habe sie gestern Baby gesehen, Bando Bruder. Auch. Sie war krank. Sie war gut live, gell? Sie, nicht die, so also, alles, so Mucke, ist so diese... Sie hat Plug crazy Beats. Energy, sie hat eine crazy so, Energy, Alter. Ist so gefeiert, Digga. Sehr positive Energy, Alter. Ja, um Psychboy auf jeden Fall krass, Digga. Das ist dieser arabisches Sample. Er ist crazy. Er ist crazy. Wer das nicht checkt, frage ich mich eh, Alter. Ja, Bruder, so, es gibt jeder so hasst Sachen, den. Wo ich mich immer frage, so, warum checkt das keiner? Aber Psychboy, Bro, so selbst dieser Blast-Song, hast du den gehört? Ja, Bruder, es ist mein meistens hörte Lied gerade. Kann so. Man den nicht checken? Ja, so, wie kann man da immer noch so hängen? Ich musste den Jungen dazu drängen, den zu droppen. Der droppt das ganze Tape jetzt mit arabisches. Ich glaube, ich hole ihn für mein Event. Ich habe ihm geschrieben, Bro, mach ein Tape mit nur so arabischen Samples. Er so, iPad, say less. So. Der hat schon einen gedroppt schon. Al Jazeera. Ist so geisteskrank. Und so wie es sein auch word spreadet, so wie es gerade so in was in Welt passiert, ist auch krass. So weißt du, der versucht so, weißt du, durch... So mit diesen Trap Beats auch so, so Deep Shit einfach reden. So, ja, weißt Bro, du, was das macht er richtig, Alter. Ja. Shout out Psychboy, Digga. Aber back zu dem Germanistan. Genau, wie kam es zum Namen? Also es war für mich anfangs auf jeden Fall, ich bin dort drin, in Germany so, aber ich fühle mich nicht wie in Germany so, ich fühle mich wie für mich so. Ja. Und als wäre auch ich so das, was Deutschland eigentlich überhaupt nicht will. Mm. Man muss wissen, meine Wurzeln, also ich bin für die nicht nur der Neger, ich bin für die genauso auch der Sinti-Roma-Zigeuner, weil ich habe auch Sinti-Roma-Wurzeln. Okay. Und ich bin eigentlich alles, was Deutschland nicht wollte. Ich habe auch jüdische Wurzeln. Ah ja, krass. Also ich habe so diese alle drei Dinge, die sie nicht wollen. Heißt, ich habe mir dieses Germanistan gesucht gehabt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich nicht das bin, was sie wollen, eigentlich muss ich mein eigenes Land haben, so Germanistan. Mm. Aber ich bin in Deutschland, also habe ich dieses Germany einfach nur genommen und hinten das andere gehaut. Du hast ja eigentlich meistens Land. Oder Istan. Das war gar nicht auf ein bestimmtes Pakistan oder Afghanistan bezogen. Ich, ich dachte nämlich immer an Afghanistan. Ja, voll viele assoziieren damit direkt so War. Ja, genau. Ja. Was damit gar nicht aber so gemeint war, sondern eher einfach so dieses Land wegnehmen und dann Istan hinten dran hauen. Ach so. Und Germanistan, natürlich, wenn man sich so ein Wort denkt, dann muss man erstmal googeln, okay, bin ich jetzt irgendwie auf so einer Nazi-Page? Ja. aber dann habe ich es gegoogelt und dann hat es noch viel besser dazu gepasst. Weil das ist halt irgendwie so die biggest fear of the Nazis. So. Die haben darüber viele Bücher geschrieben, über
die Islamisierung des Abendlandes. Die dann so darüber reden, dass die ganzen Araber hierher kommen und die ganzen Ausländer kommen und eines Tages werden ihre Töchter die ganzen Kopftücher tragen und so. Oh, shit. Heißt, deren biggest fear ist, dass Deutschland irgendwann Germanistan heißt. Ja. Deswegen dachte ich mir, das ist noch so viel besser, wenn ich das so nenne, Alter. Ja, einfach nur, um schon mal so das so zu disclaimen, Alter. Also, dass das schon mal so klar ist. Und außerdem war es mir irgendwie ein Wort, wo ich mir dachte, wenn sich jemand damit wirklich beschäftigt, dann wird er checken, dass es nichts Schlimmes ist. So, für viele Leute klingt es von Anfang an einfach schon erschreckend. Die sind so, okay, ich will mich damit nicht befassen. Ja. Aber wenn du dich damit einmal befasst, du müsstest ja sogar dieses Wort nur einmal googeln, wie ich gesagt habe, und du würdest direkt wissen, das hat nichts mit irgendwie so einem War oder Racist Shit zu tun. So. Ja. Da musste man sich wirklich nur eine Sekunde damit befassen und man hat es direkt raus. So. Ich finde direkt, das war krass, so Germanistan, weil so Loki so halb repräsentiert mein Land auch, so Turkmenistan und so, weißt du, Stan, sagt Bruder, Germanistan, krass, krass safe, Name. Ja. Safe. Und dann mit der Zeit ist es halt eher als Gruppe dann voll gewachsen. Also am Anfang waren wir so 5, dann so nach 3 Monaten 10 und dann irgendwann 40. Wie machst du dieses Signing? Wie kommt es darauf? Boah, weißt du, wie. Ja, du bist drin, so wie Kati. Ja, ich gehe zu Leuten und sag ihnen so, du bist jetzt in Germanistan. Es gibt doch so 2, 3, die wollten da nie sein. Ich hab denen gesagt, ist mir egal, du bist dabei. Das ist so crazy, so Blackmail. Das waren sie dann auch. So, mit der Zeit haben sie es gecheckt, die gehören dazu. Also, ich hab denen dann einfach gesagt, du merkst es irgendwann so. Viele sind in meinen DMs oder auf den Germanistan-Account in den DMs und sind so, yo, wie kann ich joinen? Bro, denkst du wirklich, irgendeiner von uns hat in den DMs bei mir geslidet und gefragt, ob er joinen kann? Kein einziger, Digga. Die waren alle irgendwo anders am Machen und so. Und ich kam auf die zu, weil ich gemerkt habe, das würde funktionieren. Und am Anfang war es vor allem so, dass wir halt viele Artists am Anfang waren, viele Rap-Artists, Gesang auch viel. Und dann haben wir halt so versucht rauszufinden, wer fickt mit wem am meisten so in Deutschland gerade so. Wer sind so Artists, die solo unterwegs sind? Aber eigentlich feiern wir uns alle gegenseitig voll. Und da sind sehr schnell so ein paar Namen aufgekommen. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, wer alles am Anfang dabei war. Aber das war so das erste Ding. Und dann hat man sich gedacht, okay, wir brauchen viele Producer eigentlich, weil wir sind alle mit einer krassen Work Ethic. Ja, richtig. Also eigentlich bräuchten wir alle so 50 Producer. Hauro ist crazy Producer, Digga, bei euch. Hauro ist ein crazy Producer. Aber auch wenn er schon länger dabei ist, ich habe von dem zum ersten Mal vor einem Monat Beats gekriegt. Also wir haben schon so Songs davor gemacht, so in Session, weil er es lieber auch so in Session macht. Aber er hat mir nie Beat geschickt, Alter. Bruder, ich muss mit ihm, wie planen gerade so Cypher? So mit ich habe so auch so einen kleinen Kult mit unseren Homies, Unemployees. Und wir wollen ein Cypher machen. Unemployees, ja, Unemployed as fuck. Und dann so, ich wollte so, weißt du, sag, Bruder, wir wollen so ein Cypher machen, würdest du als Producer sein? Ich sag, ja, Bruder, dabei. Ein Beat geschickt, die so 2021. Ich sag, Bruder, schick alles, so, weißt du, sag, ja, schick dir gleich. 2021, nie geschickt, Bruder. Aber low. Ja, genau das meine ich, Bruder. Der soll mal seinen Scheiß rausbouncen, Alter. Aber er hat das jetzt immer mehr drin und so, das macht er jetzt auch. Ja, ja. Aber, Bro, the craziest legend bei uns damals war eigentlich der Motherfucker, der mir fucking 800 Beats auf einmal geschickt hat. Oh. Und das war damals Spartak Dakar. Shoutout Victor. Der hockt da irgendwo in Prag. Krank. Und der hatte mir damals wirklich pro Tag 50, 60 Beats geschickt oder so. Krass. Und das jeden Tag. Und ich war wirklich so, what the fuck. Aber waren die auch gut, die Beats? Jeder einzelne war so insanely good. So, wir haben uns das gegenseitig rumgeschickt, mal wirklich so, was ist das für ein Mysterium? So. Yeah. Was ist das für ein Mysterium? So. Weil der Junge, der hat nicht nur gute Beats gemacht, sondern der hat wirklich was gemacht, was ich davor noch nie bei anderen Beats gehört hatte. So, der hat eine ganz eigene neue Wave von so Dark Beats gehabt, die so ganz simpel gesetzte kurze Pausen drin hatten, die ich noch nie irgendwo gehört hatte und auch so von den Melodies her was sehr Eigenes hatten. Ja. Und man hat irgendwie rausgespürt, dass der Junge Gewalt in sich hat, Alter. Man hat mich richtig rausgehört, Alter. Die Beats klangen danach, als würde er irgendwelche Menschen umbringen. Die haben wirklich gesprochen für mich so. Krank. Und wir haben uns das immer rumgeschickt. Und die meisten Rapper, mit denen ich so auf solchen Beats arbeiten wollte, die haben so gemeint, yo, Bro, der Beat ist super hart, aber ich trau mich nicht auf diesen Beat. Boah, da Angst vor dem Beat. Bro, Leute waren so, nicht Angst, sondern wirklich so ein so, ich glaube, der Beat ist besser als ich. Ja. Wie kannst du deinen Bass einfach da reinlegen? Der Beat ist besser als ich, ist crazy. Oh. Ich hatte wirklich sehr viele Leute, die so waren, yo, Beat cool und so, aber ich weiß nicht. Ich bin dem nicht gewachsen. Der ist lauter als ich. Weißt du? Das ist crazy, und, Digga. Deswegen kenne ich auch wenige in Deutschland, die auf seinen Beats gehofft sind, aber die es gemacht haben, haben es gut gemacht. Caramello zum Beispiel hat 2 ganze Tapes auf den Sachen. Ah, ja. So. Ich habe auch auf jeden Fall 2, 3 Tapes auf seinen Beats benutzt. So.
Und es gibt ja auch viel endlose Beats, also endlos viele Songs, so, die ich da benutzt hatte, aber nicht rauskam. Aber der Motherfucker hat mir damals so mit Beats gebläst, ah, ja. Das war crazy. Wenn wir bei Producern sind, wer sind denn so Producer, vielleicht schon höher im Game oder mehr established oder auch Artists, die dich so inspiriert haben? US? Germany? Wo? Wo immer deine Inspiration herkommt. Boah, am meisten in Russland tatsächlich. Ey, russische Musik? Mhm. Echt? Kannst du Russisch? Ja, sehr viel russische Musik. Echt? Kannst du Russisch? Kein Wort. Kein Wort? Weil Russisch meine Muttersprache ist. Also, hey. Echt? Ja, ja. Ich höre auch viele russische Rap, aber welchen? Boah, also viele Leute, wenn ich das sage, die sagen mir oft so, boah, das ist doch Shisha-Bamucke. Und ich bin so, ja, chill. Aber so Miyagi, Andy Panda und so. No way. Sehr viel. Also, die sind so, weißt du, die sind, Bruder, das ist mein Kinderalter, weißt du? Kennst du das Tape von den Yamakasi? Ja. Das Album war 2020 am meisten gehört. Boah, das ist so. No way. Bro, das ist so crazy, Digga. Also, ich habe noch nie ein Album gehört, das so krass gemischt und gemastert war. Und die haben da Vocals drauf, Digga. Die haben beide so unglaublich einzigartige Stimmen und wechseln sich da auch ab. Also, ab. Also, die haben wirklich manchmal Parts, die auch nichts sagen, sondern nur so. Die mixen. Julian. Digga, das ist so random. Bruder, du checkst gerade nicht, ich bin gerade in Kultur. Über Russian Shisha-Bar-Musik. Bruder, weil Russen sagen, das ist Shisha-Bar-Musik, aber Bruder, ich bin gerade in Kulturschock. Bruder, Russisch, es ist so random. Es ist ein Miyagi-Endespiel, die sind so. Habe ich sehr viel gehört, dann natürlich Pharao und so. Pharao ist, Bruder, ist crazy. Ja, der. Aber Diet? Meine Cousine hat auch einen Song mit dem, lustigerweise, auch crazy. Was? Auf diesem 2016-Tape oder so mit Boulevard Depot oder mit dem. Boulevard Depot, das ist auch so. Wie kann man sagen, Too Broke for Fiji aus Russland. Und echt? Der hat damals mit Jan Hohen auch Mucke gemacht. Echt? Ah, der hat gemacht eigentlich. Stimmt, Digga, stimmt, ja. Ich erinnere mich. Crazy, Mann. Ich kenne so viele. Kennst du Obla Diet? Mhm, safe. Ich habe damals 2018 ihm in Instagram geschrieben, weil der war so immer noch so am Anfang. Ich sag, Bruder, du wirst so crazy sein. Jetzt ist er der einzige große Rapper oder so, ist gerade mit jedem und. Oder russisch Trap, auf jeden Fall krass. Ja, und das sind sehr viele Leute, aber die meiner Meinung nach, so wenn man auf der europäischen Seite, ich meine, ist ja auch europäisch dort, sind die Russen wahrscheinlich am meisten vorne von allen, was Subkulturen angeht. Ah ja? Auf jeden Fall. Oder Russ ist so groß. Bro, also ja, die, macht Sinn einfach, weil das auch, du musst dir, schau dir Länder an wie Japan oder Russland oder China. Immer Länder, die eingeschränkter sind, umso mehr du eingeschränkt bist, umso mehr wird der Mensch sich versuchen rauszuzwingen und auf irgendeine kreative Art und Weise was zu schaffen, was ihn irgendwie befreit. Deswegen sind solche Länder auch die irgendwie mit dem freakiesten Shit kommen. Schau dir die Japanese People an, Alter, die in ihrer Kultur so gefangen sind manchmal, mit dem ganzen Stock im Arschgehabe, dass sie dann am Ende aber halt wirklich dabei landen, schau mal das und schau mal das jetzt so. Ja. Also es hat seine positiven Vorteile. Ah, ja, ja. Deswegen glaube ich, weil wir hier so ein Mittelstandland sind, dass das ein kleines bisschen ein Problem hier ist. Wir sind langweilig so. Eben. Ja. Weil alles so ist, dass du dich nicht irgendwie befreien musst. Warum solltest du wirklich dagegen, also es ist schon unterschiedlich, ob du einen Kampf damit hast, kreativ sein zu müssen oder ob du Bock drauf hast, kreativ zu sein. Ja. Und in Russland, auch dort ja eine unglaublich krasse Punk-Szene und sowas, so, was das angeht. Ich meine, schau mal, was viele vergessen und oder gar nicht mitgekriegt haben, solche Künstler wie LL Peep oder 6ix9ine und sowas, die haben in Russland. Das wollte ich nämlich gerade sagen, 6ix9ine. Die haben in Russland Tours gespielt, bevor sie in Amerika gespielt haben. Oder Night Lowell, der war immer in Russland. Kennst du Night Lowell? So ja, klar. Der mit den ganzen Autovideos, die zu seiner Mucke gemacht haben. Ja, Bro. Ja. Das ist insane gewesen, Mann. Das was meine ich, Bruder. Die Russen checken halt die ganzen Underground-Rapper, Suicide Boys oder was die auch checken immer. Checken mehr früher als die Amerikaner, das ist vor crazy. Den Amis, die werden in Russland big und dann irgendwann checken es auch die Amis so. Und das ist, also das zeigt doch schon was, oder nicht? Ja, Und die ganzen Künstler dort, die haben wirklich so mindestens 10 Rapper, die alle genauso klingen wie Suicide Boys. Dann haben die irgendwie so 10 Rapper, die klingen wie Lil Pump. Dann haben die so Morgenstern. Kennst du den dann noch? Morgenstern. Oder was? Ja. Morgenstern ist schon Quatsch. Ja, es gibt Rapper Morgenstern da in Russland, Alter. Und der. Ist der nicht bei euch? Nein, wir haben ein Kollektiv gehabt, das hieß Morgenstern. Ah, Aber okay. Die haben da in Russland einen Rapper, der heißt Morgenstern und der ist so eine Cringe-Version in Russia auf Lil Pump, Digga. So, also wirklich 1:1, das ist crazy. Ja, und der hat nur dieses TikTok-Mucke gemacht und niemand so, weißt du, ernst genommen. Zum Beispiel, aber so bei, bei Underground-Russen feiern nicht, weil es ist einfach Quatsch. Und so gibt's jetzt die.
in Russland, die ist gerade damals in Underground waren, dann jetzt so ein bisschen populär. So also ja. OG Buddha gibt es einen. Oh, dann OG ja. Buddha, dann gibt es Lou Christo, krasser Artist. Und zum Beispiel, wer war das? Digga? Ah, Kizaru. Kizaru auch. Kizaru ist Legende. Legende aus Legende. Trap. Der hat auch Features mit Crate zum Beispiel oder solche Sachen ja. und so. Und du hattest auch. Safe. Mit Sig Borari, right? Ich wollte davor noch ein paar Rappernamen sagen, bevor ich das vergesse. Dieser Friendly Thug, kennst du den? Ja. Oder Friendly Thug 52. Ja, Bro, hardcore. Ich habe Los Angeles Bro, ist so ein krasses Lied. Was ich gar nicht, weil die Russen haben da so einen Move von, wir nehmen Flaggen von anderen Ländern und claimen die als unsere. Und wie so Gangs sein. Das ist hart, so, aber das ist hart. Das ist eine richtig geile Idee, das Digga. Das ist hart. Anstatt, dass sie irgendwie so Bloods und Crips sind, ja. die so Mexicans ja. oder Albanians. Und bei Friendly Thug in den Videos halten die alle so Mexican Flags hoch. Ja. Und ich bin zu meinem Homie so, Bro, kommen die aus Mexiko? Nee. Crazy. Aber was crazy ist, wie offen die N-Wort sagen. Und es ja, viele Artists ja, ja. sagen echt offen. Aber die checken nicht. Und die checken es einfach nicht. Ja, ja. Sind die Big Artists meistens nicht. Nee, meistens nicht, ja, aber damals. So ein Skriptonit und sowas würde sowas oder das Kryptonit, was wollte ich gerade sagen? Kasachstan ist zweite krasseste Land mit Mucke. Was die machen und alle Artists von Kasachstan. Als ich in Kasachstan war, hatten die noch nicht mal Soundcloud. Hm? Das war crazy. Als ich in Kasachstan war, die hatten keinen Soundcloud. Warst du schon, ja, ja. Warst du schon dort? Ja, das wollte ich nicht fragen. Ja? Krank. Kasachstan, Russland nicht. Kasachstan, ja. Okay. Wo, Astana? Almaty? Almaty. Okay. Almaty und da. Umgebung, weil du hast da krankeste Natur. Ja, und Essens. Also, hast du. Nein, Bro. Das verarscht mich nicht. Bro. Pferd meinst du? Bro, so Ziege geschlachtet vor meinen Augen und dann Suppe draus gemacht und so. Also, das war aber schon. Aber, Bro, das ist krank. Diese Gehirnsuppe. Ja, alles Gulasch. Jedes einzelne Mal war Gulasch. Aber KFC hat 50 Cent gekostet, Bucket und so. Das war schon geil. Ja. Aber ansonsten, alles andere war echt nur Gulasch. Inflation. Gulasch, Bro. Bruder, deine Geld hier. In Kasachstan ist so, weißt du, so, du ich bist da Millionär. Ich hätte einfach eine Scheiße kaufen können. Alter. Crazy. Also, aber hast du Pferd nicht. Gegessen? Ja, Bro. Aber nicht in Kasachstan. Geschmeckt? Nicht in Kasachstan. Ich hab Pferd. Ja. So schlimm war das jetzt nicht. Also ja, wie hat's lecker geschmeckt? Auch nicht, Bro. Ich hab Angst, Bro. Ich hab's in so einer Suppe gegessen, dass ich gar nicht richtig gecheckt habe, Bro. Das war wirklich nur so ein Ding von so, das ist gerade ein Pferd gewesen. Und ich war so, was? Ach du Scheiße. Ich werde jetzt crazy shit sagen. Aber ich hab Zebra auch probiert, das schmeckt ungefähr so ähnlich. Echt? Aber es wird so Pause-Moment sein. Ich hab so Ball von die Bug gegessen. So echte Balls. Du hast die Balls von der Kuh gegessen? Ja. Damn. Kuhballs in deinem Mund. Mein Vater hat so echt geforst, Digga. Also, du musst das essen, damit so einen Mann zu bekommen. Ich sag, Bruder, ich war so 7, 8. Was? Ja. Hat's geschmeckt? Ja. Das war so das war so viel Protein drin. War diese so mariniert oder was? Nee, das marinierte war Kuhball. Digga, das war so, kommt sowas, Digga, ist so der the big ass balls. Da hat er so. Ach, du bekommst so ein ganzes Ding und dann ja, aber schneidest es so, es, es ist nicht so, es ist nicht rough. Es ist so, was ist? Hat gekocht, gebraten. So, ja, gebraten. Aber Bruder, der hat so, mein Vater hat so, weißt du, der hat so, ja, ess mal. Er sagt, da hat mir so ess, Digga. Digga. Ich dachte, es war ekelhaft, aber es ist echt so healthy. Ja. Du meinst ja viel Proteine, ne? Ja, es ist viel Proteine und okay. In Turkmenistan, du musst das, also du musst das nicht, aber so mein Vater sagt, du musst das, weißt du, ich war 7, 8, ich habe so dieses Propaganda so in meinem Mund, in meinen Augen gesagt, ja, du musst das und ich habe probiert, geil. Irgendwelche also, anderen verrückten Food-Stories hier? Crocodile. Habe ich auch probiert. Es gab bei uns so ein All-You-Can-Eat in Germering in der Nähe von München. Mhm. Ich war da im Kino manchmal und danach da essen und es ist so All-You-Can-Eat-Buffet. Also du gehst zum Buffet und kannst dir dann live kochen lassen und essen. Mhm. Und auch, die haben helle Meat-Auswahl gehabt. Mhm. Ich würde das heute gar nicht mehr machen so, weil ich eine andere Einstellung zu Fleisch habe. Mhm. Ich esse immer noch Fleisch, aber nicht so, Alter. Und damals war ich ein bisschen unüberlegt, ich war halt so 16 oder so und ich war so, damn, V? Zebra? Okay, Krokodil? Es war alles da, Digga. So, die haben, es schmeckt alles kacke. Also ich muss ehrlich sagen, so die meisten anderen Fleischsorten haben schon einen Grund, warum wir sie nicht essen. Ja. So, das schmeckt einfach nicht. Also es kann so exotisch schmecken, wie man will. So. Ich glaube, das ist sowieso mit Geschmack so. Du kannst dir immer antrainieren, dass irgendwas lecker schmecken soll. Ja. Aber das schmeckt nicht. Aber Krokodil schmeckt wie ein Chicken, Digga. Ja. Nee, Bro, schmeckt eher wie Rindfleisch, Bro. Findest du? Ja. Ich finde es auch komischen Beigeschmack. Ich habe es noch nie probiert. So ich habe in Thailand probiert. Beigeschmack geil. Echt? Geil. Es war so Marini, so dieses so Thailand-Nudel und einfach mit Krokodile Fleisch. Es war geil. Und ich habe Hai auch gegessen. Hai ist gut. Hai schmeckt eigentlich wie Fisch. Ja, Hai ist Fisch. Das ist wie Fisch. Das ist Fisch.
Oder habt ihr schon mal Känguru probiert? Nee. Känguru gab's da auch, glaube ich. Das ist schon extrem, Digga. Bro, ich Känguru schmeckt auch irgendwie. Aber gegessen habe ich das, glaube ich, nicht. Aber die sind low-key up, so kann man die essen, Digga. Die Bro, du kannst alles essen, wenn du Bock drauf hast. Ja. Ich habe letztens so ein Video gesehen von, irgendwie muss ich gerade dran denken, wie so ein Känguru das, den Hund von so einem Typen. Motherfucker so, Bugs, so. Nee, der hat den Hund von dem geschnappt, ins Wasser gezogen und dann in dem Wasser von hinten. Drownen. Ah, nee. Doch, aber es sieht aus wie von hinten ficken und die drownen, aber Hunde. Ja, die das habe ich so, auch schon mal die gehört. Die denken nämlich, das sind, ich vergesse, wie das andere Tier heißt oder so, aber die verwechseln die mit so einem anderen Tier, ja, die ihre natürlichen Feinde sind, drownen die immer so im Wasser. Ja, das habe ich auch gehört. Im Video steht er halt so mit diesem Hund da, Digga, und ist nur so, da steht er auch so in Schockstarre so. Da geht dieser Mann da echt rein ins Wasser und rettet seinen Dorf. Ja, und kriegt da mal so richtige Boxer hin. So crazy, Digga. Boah, Kängurus sind wirklich, also ich habe Angst vor diesen Viechern, Bro. Ja, ich glaube, es gibt wenige Tiere, wo ich mehr, also ich glaube, ich habe mehr Angst vor einem Känguru vor mir, als vor einem Löwen. Ja, Bruder, das Ding ist, ich habe Videos gesehen, wo der Typ einfach von Parachute einfach runtergeht und dann der hat einfach einen Känguru getroffen und der Erste, was der macht, der hat einfach seinen Känguru. So die sind immer so, haben diese so, weißt du, Negativity auf, Digga. Die sind nicht gut drauf, Mann. Gar nicht. Die haben so viel Testo in sich, Alter. Ja. Die ganze Zeit. Die stehen ja auch die ganze Zeit so rum. Ja. Motherfucker. Richtige NBA Youngboys, Alter. Ja. Okay, Digga, Black Air Force Energy, Digga. Mein Gott. Krank, Digga. Aber was ist deine Einstellung zu Fleisch dann jetzt? Weil du meintest, sie hat sich verändert. Ja, das meinte ich nur mit so exotischen Zeug. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass man darauf achten sollte, dass wir nicht zu viel Fleisch essen. Aha. Dass wir Menschen viel zu viel Fleisch essen. Aber so bei diesen ganzen, also ich bin auf jeden Fall nicht vegan von der Einstellung her. Mhm. Stark an alle, die das schaffen und können. Ist ja auch gesund, finde ich. Ja, safe. Da kann man sich voll dran halten. Allgemein jegliche Form von gesunder Ernährung, super. Und dieser übermäßige Fleischkonsum ist einfach scheiße. Mhm. Aber auch nicht nur nicht gesund für uns, sondern auch nicht gesund für die Umwelt. Mhm. Und ich versuche, wenn ich Fleisch esse, aber be honest, ich gehe auch immer noch zu McDonald's ab und zu so. Ah ja. Aber trotzdem ist es so, ich würde nie Aldi-Fleisch kaufen zum Beispiel. Mhm. Also es ist ja auch Aldi-Fleisch auf jeden Fall nochmal eine Nummer schlimmer als McDonald's-Fleisch tatsächlich. Also in Deutschland auf jeden Fall. Bolo, Digga. Wir haben nämlich andere Regeln hier, was so McDonald's-Fleisch angeht, als... Also die haben einfach striktere Regeln in Deutschland, weswegen die überhaupt nicht so dann das Level kommen von so richtig kranken Discounters. Ja, okay. Und in Amerika, das ist ganz... Ja, das ist ja illegal, was sie da machen. In Amerika auch niemals in sowas gehen, Alter. Ja. Aber hier in Deutschland gehe ich auf jeden Fall noch Mc's so, ab und zu. Ich versuche nicht zu oft, aber auch aus gesundheitlichen Gründen und so. Aber auch einfach, weil ich das Budget habe, mich die ganze Zeit gesund zu ernähren. Ja, verstehe. Wenn ich das Geld hätte, würde ich auch nicht die ganze Zeit zu Mc's gehen, sondern würde auch geile Burger essen gehen. Ja, so. Ja. Und das sehe ich eh bei allen Menschen so, yo, vegan und vegetarisch sein, das ist für mich bis jetzt noch kein Prinzip, das für alle Menschen passen würde. Mhm. Schaut euch Kriegsgebiete an, wollt ihr den Menschen ernsthaft sagen, dass die jetzt irgendwie kein Fleisch essen sollen, wenn sie nichts zu essen haben, weißt du? Und genauso auch mit, ich weiß nicht, Mann. Ich denke oft drüber nach, so, warum glauben wir Menschen überhaupt verstehen zu können, dass wir gerade einem Tier Leid antun, aber deiner Pflanze nicht, wenn wir sie essen, weißt du? Ja. So, Warum sollten wir das Leben eines Baumes weniger valuen, also nicht, dass wir Bäume essen, aber warum sollten wir das Leben eines Baumes weniger valuen, ist das von einer Katze, nur weil es uns emotional mehr abgeht. Ja, ich verstehe. Katze leiden sehen, als wenn wir einen Baum leiden sehen, weil wir es mehr verstehen können, weil es näher an unserem Leid dran ist. Ja. Ich glaube, alles deswegen kommt so, weißt du, dass die immunisiert ist. Wir müssen nicht denken, dass, also es ist einfach so, dass Leben auf Tod basiert. Mhm. Und wenn wir etwas töten, lebt etwas anderes weiter. Mhm. Wir aber einfach mal dabei bleiben sollten, nur das zu nehmen, was wir auch brauchen. Mhm. Also egal, ob ich jetzt einen Salat esse oder ein Steak esse, muss auch nicht den ganzen Tag Salat essen. Ja. Weißt du? So. Ja, glatten nie, ne? Also ja, halt schau nicht dir so mehr. Große Sojafelder an, wie groß sowas auch die Welt kaputt machen kann, weißt du? Alles, wenn du es in großen Maßen hast, macht alles kaputt. Ja? Ökologie. Ja. Immer, Bro. Wenn du die ganzen Welt halt ihre Mischkultur wegnimmst, so aus Wäldern und sowas. Schau dir mal so Wälder an, die irgendwie keine Nadelbäume mehr drin haben und alles ist nur noch mit irgendwie Laubbäumen und sowas drin. Das ist immer noch ist. Die Welt fett kaputt, Alter. Und alles, ich glaube, alles macht kaputt. Also die sagen so, ja, so normale Auto ist schlecht für Luft und deshalb, die haben so Elektronen, aber elektronische Autos sind genauso schlimm, der Strom kommt irgendwo her. Und die können eigentlich dich töten. Ich habe einen Trailer gesehen von einem Movie und da gibt es so ein Tesla-Ding, wo die einfach so Tesla so gehackt werden und die werden da so Ich kenne den Film, Leave the World Behind. Ja, aber ich würde das angucken. Boah.
Der Film ist crazy. Hast du angeguckt? Der Film ist so, boah, Leave the World Behind. Ja, der war schon crazy. Aber was ich am meisten am Film krass finde, ist die Kameraarbeit, Alter. Mm. So, no spoilers, no spoilers. Fokussiert dabei, auch bei diesem Shot, den du gerade meintest, mit diesen ganzen Autos, die autonomes Fahren hatten und halt so in sich reincrashen. Ja, das ist so crazy, Digga. Wenn du danach... Erinnerst du dich an diesen Autoshot, wo die wieder im Auto drin sind so, und dann wieder wegfahren? Ja, hat nur den Trailer Deshalb kein Spoiler. Schau dir diesen Film an, dann achte mal kurz darauf, wo ist diese scheiß Kamera und wie zum Fick haben die das gefilmt, Alter? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das sind Shots, wo du wirklich so bist, wo bist du, Motherfucker? Oder wo ist der Cut gewesen? Wo, genau, ich habe auch so langsam geschaut, um zu sehen, ob dein Cut ist, da ist keiner. Das sind wirklich so Szenen, wo du so bist, Bro, der Motherfucker hat gerade 360-HD-Aufnahme gemacht. Ja. Und durch die Scheibe durch und so. Und ja, genau. Also aber jetzt kommt diese Thema von Movies, so, was ist dein Lieblings-Movie oder Serie oder TV-Show? Also eures. Weil es so, Filmgeschmack ist auch so important. Ich finde es auch eine schwierige Frage, ist wie so, was dein Lieblingssong, weißt du, was ich meine? Ist so, es gibt so viel. Aber was dich inspiriert hat. So, ja, oder vielleicht so, halt ein paar so Top 3 Filme, die dir richtig gefallen. So. Also ich schaue am meisten Anime, mehr als Serien so. Ich bin auch richtiger Season-Watcher. Tokyo Ghoul? Ich schaue jeden Tag. Tokyo Ghoul? Weil du hast gesampled. Es war voll, Bro, als ich jünger war, Bro, ich bin so vor meinem Spiegel gestanden. Hab so trainiert, das auch zu können. Ich war so, bis ich es irgendwann konnte, Alter. Und, aber Tokyo Ghoul ist bei Weitem keiner von den besten Animes, Alter. Nee, also Mangas, auch vom Zeichenstil her, ich liebe diesen emotionalen Zeichenstil da. Mhm. Sehr, sehr krass, aber so der Anime ist gut, aber auch bei der zweiten Staffel bist du irgendwo bei der dritten Staffel. Dritte Staffel, Quatsch. Es gibt einen Grund, warum in Animes keiner fickt, Alter. Das nimmt die Spannung weg. Du hast die ganze Zeit immer diese Spannung von, die würden sich irgendwann verlieben und so. Und da haben die es einfach gemacht, Alter. Ja. So, ich dachte wirklich so, hä, warum ficken die jetzt, Alter? Das geht doch nicht. Also wirklich, die haben so Regeln gebrochen, wo die nicht gehen, Mann. Ja, Bruder, die haben crazy Plot da drin. Nee, aber so, ich schaue viele Anime und so. Ich schaue auch viele Filme lieber als Serien meistens eigentlich so. Hat irgendwie mehr Value für mich. Verstehe ich aber auch. Ich könnte sagen, was meine favorite Netflix-Sachen sind. Und das wäre dann so, ich glaube, die Serie Sandman tatsächlich, die ist auch crazy. Hab ich nicht gesehen. Ja, die ist ein bisschen untergegangen irgendwie bei Leuten, aber es ist so Science-Fiction-Shit mit so Göttern und so. Aber sowas feiere ich ja hart, so Mythologie-Shit und so. Ja, und das ist crazy, das geht aber eher so auf so, weiß gar nicht, so Götter, die gar nicht in Religionen drin sind, sondern eher so Big Elements des Lebens sind, so Traum Interesting. Liebe und so, kämpfen gegeneinander und so, es war crazy. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Das war auf jeden Fall mein favorite Netflix-Ding. Hast du Atlanta geguckt? Atlanta? Bei Charles Gambino. Boah. Hast du? Lange ist her, Bro. Ich habe eine Season gesehen. Digga, das ist geisteskrankes. Ist mein Lieblings, meiner Meinung nach, weil immer References drin. Und also ich bin so diesen Nerd. Nur das ist die einzige, also noch Breaking Bad auch auf jeden Fall. Breaking Bad sowieso schon. So Gold. Habe ich actually nie gesehen, Digga. Ist echt so krass. Ja, das ist schon cool. Ist so ein starkes Ding. Das ist auch, also meiner Meinung nach, wenn man Serien mag, ein Must-See eigentlich so. Bruder, es ist jeden Season ist so, weißt du, so immer steigt. Und fünfte Season sagt, Bruder, also dieses Skyler geht irgendwann auf ja, die Eier. Es geht ihm keine Nerven. Ja, aber irgendwann. Das ist ja auch ihr Job, Alter. Das ist auch ihr Job. Die Schauspielerin tut mir so leid, weil die läuft euch jetzt die Straße entlang und dann schauen Leute sie so an, weißt du? Das bin ich mir ganz sicher, Bro. Ja, wenn ich die sehen würde, ich wäre auch mad. Ja. So einfach nur, weil sie so wachsen in der Serie? Bro, die nervt mich ab, die Alter. Fuck jede Folge ab, aufs neue fuckt die so ab, Alter. Das ist wirklich, also das ist wirklich wie so, wie heißt die nochmal bei Naruto da, wie alle Naruto-Fans immer bei Sasuke sind. Mit den roten Haaren, gell? Pink, ja, genau. Wie heißt Sakura, Digga. Sakura, genau. Ja, okay, ich check. Wie alle Naruto-Fans und Sakura immer sind, Alter. Ich übrigens gar kein Naruto-Fan. Gar nicht. Aber? Gar nicht, Bro. Gar nicht. One Piece? One Piece! Hey. One Piece is real! Okay. Ich hab's bei One Piece versucht. Ja. Weil irgendwie sah es cool aus. Ja, das war mir irgendwie zu viel. Larifari. Und dann, ich hab auch gerne so, ich bin ein Enjoyment-Watcher auf jeden Fall. So, mir ist es nicht wichtig, dass die ganze Zeit was Krasses passiert, aber es muss etwas sein, das mich so sehr befriedigt, dass ich nicht so skippen will, weißt du? Und bei all diesen Filler-Folgen, Animes, Bro, ich pack das nicht. Ich pack's nicht, wenn ich so 10 Folgen habe, wo ich so bin. Warte mal kurz, ihr seid den Berg jetzt hochgeklettert. Warte mal kurz, ihr seid jetzt auf dem Berg oben drauf und das innerhalb von 10 Folgen. Wollt ihr mich verarschen? Weißt du, so von diesem Tempo her so. Es ist sehr langsam.
Es ist halt sehr, sehr langsam. Dieses in die Länge gezogene Scheiße, nur um Geld rauszuziehen, sieht man bei vielen Animes raus. Mhm. Zum Beispiel, ich kann verstehen, wenn Leute Fairy Tail nicht so geil fanden, so, aber ich bin halt Enjoyment Watcher und ich konnte bei jeder Folge irgendwie was Neues erfahren. So, und es ist irgendwie spannend gewesen, wenigstens. Mhm. Fairy Tail war cool. Fairy Tail mochte ich zum Beispiel sehr gerne damals, was so Shonen-Animes angeht. So. Ich schaue wenig Shonen eigentlich, sondern wenn dann so andere Richtungen, aber so Shonen-Animes. Fairy Tail war ich dabei, Black Clover fand ich crazy. Mhm. Das liebe ich. Und was noch so Shonen, Digga? Ja, doch, Sword Art Online, Digga. Sword Art Online war krass. Wo ich aber auch nicht checke, was sie jetzt gemacht haben mit diesen ganzen anderen Staffeln da. So die zweite Gun Gale Online oder wie das hieß, die war auch noch krass. Das war die dritte. Das mit diesem. Bro, ich habe letztens auf Netflix gesehen, die haben also fünfte Staffel oder so. Ja, Bro, schau da nicht rein, das ist Quatsch. Das ist so Quatsch. Hast du gesehen? Nee, ich check nicht, Digga. Das hat, ich höre einfach, oh, ihr könnt mir so ja, sagen. Ich ja, ich bin auch in Anime gar nicht drin, Digga. Aber das tut einem, manchmal tut es einem richtig weh zu sehen, wie sie deine Kindheit so kaputt machen mit so neuen Staffeln, Alter. Geld halt. Schon, ja, genau. Ja. Eine Geldsache. Weißt noch eine andere Frage, die interessant war, die war von Musa. Wenn du mit einem Popstar einen Song zusammen machen könntest, so, ich glaub, White Girl, preferably, Digga. White Girl, Popstar, White Girl. So, weißt du, Selena Gomez, Taylor Swift. Mit wem würdest du einen Song zusammen also machen? Also mal ganz ehrlich, wenn ich mir so an Geld denken, da hat er gerade schon das Richtige gesagt. Taylor Swift. Wenn ich einen Song mit Taylor Swift hätte, dann müsste dann ich mich ja nie wieder... Ja, dann ist sie erstens Germanistan, obwohl sie es nicht will. Zweitens... Germanistan. Müsste ich mir nie wieder um irgendwas Sorgen machen in meinem Leben. Ja, facts. Einfach ausgesorgt. Aber Bruder, Katy Perry wird also auf jeden Fall besser passen. Ja. Aber hast du recht. Warum Dark Horse? Wenn ich mich entscheiden müsste bei weiblichen Artists Sängerin, wäre das auf jeden Fall wahrscheinlich Lady Gaga, Bro. Ja. Weil Lady das würde Gaga, passen. Lady Gaga ist artsy. Die ist freaky as fuck, Digga. Die ist crazy, Mann. Die ist krass. Also ja. Ich finde, die ist eine richtige Powerfrau, die ich von Anfang an crazy fand, schon immer. Ja. Schon immer. Das ist das gute Take. Das ist gut. Aber bei mir ist auf jeden Fall Katy Perry, Digga. Ja? Diese Dark Horse hat mein ganzes Leben verändert, Digga. Beste Lied auf alle Zeiten. CJ's Part, genial. She's a beast. War das bei... I'll call her, She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Damals habe ich nicht gecheckt, aber dann, wenn diese Jeffrey Dahmer-Serie rausgehört... Ich habe gecheckt, dass in meinem Kopf nur... Bro, ich konnte damals noch nicht mal Englisch. In meinem Kopf ist wirklich nur die Melodie, wie er gerappt hat. Das war damals das Rezept, so White Girl, Popstar und irgendein Schwarzer, der noch so einen Rap-Part irgendwie drauf hat am Ende. Irgend so ein Kanye West, der so ein bisschen freaky im Video noch so tanzt. So 4-5 Seconds Kanye-Performance, legendary, so... Aber ja, Katy Perry hat auch mit Migos gemacht. Echt? Bon Appetit, Baby. Kennst du den Katy Perry mit Riff Raff, Bro? Was? Oder es gibt so einen Katy Perry Song mit Riff Raff, Digga. Und der ist crazy. Miley Cyrus war mit Black Ray damals. Weißt du, wisst ihr das? Meinst du das Musikvideo da, wo Black Ray dieses Toastbrot am Anfang ist? Ja. Das ist echt so ein Ding, das nur so crazy. Nur Black Ray kann noch was, Digga. So, es gibt so ein Miley Cyrus Video, wo der ganz am Anfang so Dollarscheine im Toastbrot isst. Weil man bleibt da so stehen und ist so, warte mal kurz. What type of side quest was this? Bro, manche Rapper haben so ein crazy side quest bei diesen White Girls. Ich finde so, weißt du, White Pop Girls sind so, weißt du, iconic für Trap-Scene. Yeah. Weil, weißt du, es ist so, du musst einen haben, die so, weißt du, dann dich inspiriert hast. So diese, zum Beispiel diese Call Me Maybe, gell, ich hab den Namen vergessen. Carly Rae Jepsen oder ja, so. Carly Rae Jepsen. Oder aber momentan, sie macht crazy Mucke. Echt? Ja, ich höre. Wer? Carly Rae Jepsen oder so. Call me, hey, I just met you. And it's crazy. Keine Ahnung, wer das war. Sie macht gerade crazy Mucke. Ich weine zu ihr Mucke, ist crazy. Sie, Bro, hat die ja. Ich weine manchmal auf random shit. 15 Jahre oder so? 10, 15 Jahre? Ja, jetzt sie ist crazy. Krank, Digga. Ey, dann noch eine letzte Community-Question. Was motiviert dich? Was motiviert mich, Bro? Motivieren, das ist eine tricky question bei mir auf jeden Fall. Mhm. Also, mal ganz ehrlich, warum ich mit Musik angefangen habe, was mich dazu motiviert hatte, war anfangs gar nicht so die richtige Motivation, weil anfangs hat es mich richtig motiviert gehabt, so was zu machen, was mir man so, was viele so nicht zugetraut hätten, dass ich es hinkriege, so vor allem. Mhm. Plus. Ist doch eine gute Motivation, finde ich. Finde ich nicht. Nee? Plus Frauen. Plus Frauen. Bro. Okay. Ich war so Frauen, yeah.
Diese Rapper-Shit. Aber es ging schnell weg, weil ich so merkte, ich finde, das ist eben keine gute Motivation. Mhm. So, es ist eine Motivation, die dich weit bringt, aber die dich nicht glücklich macht. Mhm. Ja. So, wenn du glücklich sein willst, dann solltest du Sachen aus eigener Kraft und nur wegen dir machen. Ja, ja. Und deswegen habe ich mit der Zeit gelernt, für mich selber zu finden, dass ich Mucke mache, weil ich es einfach für mich machen will. Mhm. Meine Motivation bin eigentlich nur ich, was die Musik angeht. Ja. So, selbst wenn es jetzt irgendwie keine Sache wäre, wo ich irgendeinen Cent verdienen würde, wenn es eine Sache wäre, die ein Millionenbusiness wäre, ist vollkommen egal, ob es eine Sache wäre, wo für mich alle hassen oder lieben würden. Es ist so, ich mache Mucke, weil es mich glücklich macht, Mucke zu machen und fertig. Praktisch nicht eine externe Motivation, sondern intern. Ja, genau. Man sollte, ja. Psychologen oder so. Also ich lese viel, ja, in die Richtung, ja. Aber das war damals so, mein Psychologe und ich haben solche Sachen auch genauer angeschaut. Mhm. So interne Motivationen, die man suchen muss. Ja. Ich nie wirklich interne Motivation hatte, deswegen habe ich die Schule auch nicht richtig fertig gemacht oder irgendwas anderes und so, weil ich irgendwie nie Bock hatte. Ich hatte auch zu wenig Angst vor Konsequenzen und so. Ja. Dass mir eigentlich alles egal war, was das anging. So. Mit der Zeit musste ich irgendwann lernen, so für mich so, yo, wenn ich was schaffen will, dann muss ich es auch irgendwie für mich machen. Mhm, voll, voll. Ey, schönes Schlusswort, Bro. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Mann. Ey, hat mich gefreut, ja, Alter. Voll. War ein guter Talk, Alter. Auf jeden Fall. War geil, Mann. Checkt alle ab. Checkt alle Kill-Dummies ab. Lasst Culture Reset. Yes, Sirski. War sehr, sehr nice Gespräch. Vielen Dank für alle, die da sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Brrr.